Servus. Hey. So, wie war's? Hat Spaß gemacht? Es hat absolut Spaß gemacht. Kanntet ihr den Song? Also ich kannte den Song gar nicht. Du hier? Echt? Costa, kanntest du den? Also kennen ja, können nein. Ja. Also jeder kennt ja diese zwei Zeilen, aber den Rest haben wir uns jetzt reingekloppt. Also. Hat's geklappt? Ist halt so, der ist nicht so einfach, wie man denkt, glaube ich. Also. Nee, die Zeilen sind komisch konstalliert. Ich habe es versucht, konstalliert. Geil. Der Costa konstalliert. Ich habe es mir übersetzt, um den Text zu verstehen, aber auch meine Übersetzung hat keinen Sinn ergeben. Ah, die 80er. Die 80er. Ja, aber ich meine, das ist ein Gefühl, ist das Ding, ja. Ich war ja mal mit auf der Toilette mit Boy George und da hatte... Es war Zufall, ja. Nein, dann kam er rein, hat sich da so hingestellt und hat gesungen, ja. Da ist mir echt, also lieber Gott im Himmel. Also der hatte ein Gefühl, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Ja. Diesen Herzschmerz, der da drin das ist, könnt ja. Ihr, ja. Da bin ich mal gespannt, ob ihr das... Dafür sind wir hier. Es geht nur um Gefühle, ja. Okay, hören wir uns an. Gefühle. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt? Color if I find a star. Precious people always tell me that's a step too far. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Talking, but believe me, even so you know why. This boy loves without reason. I'm prepared to let you go. If it's love you want from me, so take it away. Ja, Costa, als ich dich das erste Mal gesehen habe im Casting, habe ich gleich gedacht, der Typ muss mal diese Nummer singen. Nein! Lieber nicht! Für mich ist er so eine Inkarnation von, also eine Wiedergeburt von Boy George, ja. Aber er lebt ja noch. Ja, ich meine, der lebt so mehr oder weniger noch. Und du hast es voll gebracht. Also du warst mit Abstand der Beste, fand ich. Da waren die richtigen Gefühle zur richtigen Zeit. Das stimmte alles. Ich fand das wirklich ein ganz toller Auftritt. Danke. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke. Costa, ich fand es nicht so gut. War alles overdone. Es war nicht, du warst für mich nicht in der Nummer drin. Aber du kannst was. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, Marcel, ich war super überrascht. Also, weil du warst schon, du hattest so ein bisschen diese Bitchy-Acting so drauf. Meistens. Exactly. War sehr gut. Du hast einfach Power gegeben. Die Gefühle waren auch da. Danke. Du hast das toll gemacht, fand ich so. Dankeschön. Ja, und bei Anil, das war natürlich sehr brutal, ja. Also die ganze Attitude stimmte eigentlich nicht zu dem Song. Weißt du, die haben das so feinfühlig gesungen und bei dir kam das so, weißt du, als wenn du aus so einem brutalen Sadomaso-Laden rauskommst, ja. Das war richtig brutal. Ich denke, es war einfach nicht deine Nummer, um es auf den Punkt zu bringen. Du machst hier Töne und Geräusche, die sind völlig deplatziert. Bei dir, ich kann es nicht musikalisch bewerten, das haben die Jungs schon gemacht, aber mich hat das ja erreicht. Vielleicht bin ich ja doof, aber mich hat es erreicht. Okay, vielen Dank erst. Ob und wer es nach Südafrika geschafft hat, erfahren die Kandidaten erst später. What the shit, Alter. Ich bin ausgerastet. Vollkommen bei Oanas Meinung. Mega. It was almost.